Ich habe hier eine alte Spiegelreflexkamera, Nikon D90, und aus der versuche ich jetzt eine Infrarotkamera zu machen. Es hat vor dem Sensor so einen Infrarot-Sperrfilter und der hebt das Infrarotlicht ab. Und wenn man den wegnimmt, dann hat man nachher eine Infrarotkamera. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Los geht's. Nehmen wir jetzt mal die Batterie raus, die Speicherkarte, normale Schrauben. Siehst, dass ich es nachher wieder kann. Könnte es ein Zeitchen gehen. Aber das ist ja viel zu kompliziert, das kann fast nicht sein. Also jetzt sieht man mal etwas, das könnte auch noch spannend sein. Und da weiss ich jetzt nicht, wie das geht. Also, schau jetzt Kevin. Die Flachbandkabel. Wie bringe ich die weg? Einfach nur ziehen. Die steckst einfach wirklich nur so drin. Es ist einfach ein verdammtes Gemurks, das selbst nicht der Welt wieder reinzubringen. Ja, ich freue mich schon drauf. Ja. Hast. Das ist ein verdammtes Gemurks. Du musst vielleicht einfach oder so, weißt, mit den Daumen ran und dann so vorne drücken. Siehst du? Ah. Und einfach so raus. Oh. Netzen. Ja. Genau. Cool. Gell? Das ist ein gutes Set. I fix it. Das ist krass, die Anforderung, jemand, der so Zeug repariert. Das denkst du einfach gar nicht. Dass die alles müssen wissen mit 50'000 verschiedenen Modellen. Ja, sie kommt. Ja, super. Jetzt kommt sie wieder. Das ist wirklich verschissen. Ich drehe durch. Ah! 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 Die Feinschnaufe. Probier das mal. Hast du deine Brüder nicht angelegt? Extra Brille mitgenommen, für ein gutes Vorbild zu sein, für auch irgendwo ins Zuschauen, habe ich schon das Brille voll vergessen. Schau dir das Kind zu. Mist. Ja, ich weiss nicht. Schau jetzt. Oh, und noch mehr Kabel, die müssen weggenommen werden. Oh, fuck. Eventuell kannst du das ja dran lassen. Jetzt habe ich aufgelegt, die Tubu. Ah! Nein, das ist gar nicht gut. Wenn es jetzt tatsächlich nur noch das ist, Home Run, also, und dann musst du es nur noch zusammenstellen. Nur noch, ist gut. Das ist der hohe Infrarotfilter. Und da musst du jetzt etwas wegnehmen oder drauf tun. Und da wir ja den nicht mehr brauchen, schneide ich jetzt hier einfach durch. Also wo schneidest du durch? Da. Ja, und der Sensor dort brauchst du alles nicht, wo jetzt das Kabel drauf führt. Das Teil da? Mhm. Das ist eben, das hebt einfach das Infrarot weg. Was normalerweise willst du das ja nicht. Das ist die ganze Arbeit gemacht, nur für das wegzuschieben. Ja, und jetzt sollte man nicht mehr drauf langen. Jetzt muss man nur noch alles wieder zusammenschrauben. Also, David, ich wünsche dir viel Spass. Danke vielmals. Jetzt muss ich halt einfach all die Teile wieder irgendwie reinbringen. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Ah, der ist so da drauf. Okay. Ja, willst du mich verarschen? Ich hätte noch gerne ein paar Schräubchen mehr. Wo sind die? Das ist der Dreck. Ui. Aber jetzt ist es nicht mehr so schwierig. Jetzt muss ich einfach nur den Boden wieder anmachen. So, jetzt habe ich die, glaube ich, richtig. Also, jetzt können wir wirklich mal probieren, ob es geht. Also, sie läuft. Das ist schon mal gut. Es funktioniert tatsächlich. Ich konnte das nicht gerade im Anschluss an unsere Bastelstunde machen, weil ich zuerst einen Infrarotfilter braucht für das Objektiv. Der lässt nur das Infrarot durch, macht also eigentlich das Gegenteil von dem Teil, den wir rausgenommen haben. Und mit dem kann ich jetzt wirklich Infrarotfotos machen. Es ist jetzt gerade nicht die richtige Jahreszeit. Es ist vor allem gut bei so grünen Blättern und so. Aber es funktioniert, das ist jetzt mal die Hauptsache. So, und jetzt hätte ich noch gerne ein paar Schräubchen mehr. Wo sind die? Also da sind im Fall ganz viele auf dem Papier. Ja, das sind nicht die, die ich jetzt brauche. Okay. Da jetzt noch eins, da. Also sind also, dann, aber ich, ist ja nichts runtergeflogen. Mindestens eins sollte ich noch haben. Besser zwei.